Hallo und herzlich willkommen beim Küchenkönig. Ich bin der Tobias und heute werde ich dir zeigen, wie du so einen Aquastopp von deinem Hahn oder Eckventil demontieren kannst. Bevor wir den Aquastopp jetzt demontieren, schließen wir die Wasserzufuhr komplett und ziehen den Netzstecker. Die Verschraubung lösen wir mit der Hand nach rechts im Uhrzeigersinn. Falls dies nicht funktioniert, wenn zum Beispiel jetzt viel Kalk drin ist oder der, wo es montiert hat vorher, hat es zu feste angezogen, manchmal sogar mit der Zange, was man nicht machen sollte, dann müsst ihr jetzt eine Wasserpumpenzange verwenden, um die Verschraubung zu lösen. Da kommt man nicht drum rum, normal kommt keine Wasserpumpenzange oder überhaupt Zange zum Einsatz, aber wenn wir das Gewinde hier nicht aufbekommen, die Verschraubung, dann müssen wir das natürlich machen. Ich empfehle euch dann ringsum bei der Kunststoffverschraubung ein Lappen oder Tuch zu legen und dann richtige Größe der Wasserpumpenzange einstellen, richtig umgreifen, satt festhalten und dann können wir hier auch schon locker drehen. Wenn es gelockert ist, können wir es ganz normal abschrauben und nach unten abnehmen. Achtet auch darauf, hier ist noch ein bisschen Wasser drin, das am besten direkt in den Eimer schütten, einen Lappen drunter legen oder auch trocknen. Nach dem erfolgreichen Entfernen vom Aquastopp seht ihr hier im Inneren noch ein Sieb. Dieses Sieb könnt ihr mit einer Spitzzange nach vorne rausziehen. Hier ist noch die Dichtung und hier ist das Sieb. Dieses Sieb könnt ihr einmal komplett reinigen. Nach der Reinigung wird dieses einfach wieder reingesteckt. Möchtet ihr den Aquastopp wieder fachgerecht anschließen, dann werde ich euch oben nochmals ein separates Video einblenden, wo ihr das nochmal nachschauen könnt. Dann sind wir auch schon wieder am Ende mit diesem Video. Ich hoffe, du konntest deinen Aquastopp fachgerecht demontieren und falls dir mein Video in irgendeiner Weise helfen konnte oder gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Abonniert und teilt meinen Kanal und seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich sage Tschüss, bis bald beim Küchenkönig, euer Tobias.